Ich habe auf Instagram eine Abstimmung gemacht und gefragt, ob ich diesen Schopf mit dem Pooltechnik-Kram, ob ich das schützen soll mit einer Tür, dass ich hier zwei Tore oder sowas habe, oder eine Schiebetür hinmachen soll. Und ihr habt abgestimmt, zu fast 80% kam raus, unbedingt hier eine Schiebetür hinzubauen. Und genau das werden wir in diesem Video jetzt machen. Herzlich willkommen bei Tom Tut. Schön, dass du bei dem Video dabei bist. Das ist eben eine Überleitung oder eine Fortsetzung von dem ganzen Bauwerk, das ich hier versetzt habe, als ich mich vorbereitet habe für die Saison 2021, den Poolstart, Wärmepumpentest, alles Poolkanalthema. Muss jetzt gar nicht hier wichtig sein. Ich habe so ein Tor schon mal gebaut, drüben im Schopf. Das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, so ähnlich bauen wir das nach. Das Tor wird nachher auch ein bisschen größer sein, das heißt, das ist kleiner. Aber auch nochmal die Schiene hier. Genau die gleiche noch mal geholt. Im Endeffekt finde ich das auch besser, muss ich sagen, so ein Schiebetor. Es hat schon echt auf jeden Fall Vorteile. Und es ist ja eigentlich einfach gemacht. Ich meine, es sind einen ganzen Haufen von diesen Fichtebrettern. Teuer ist tatsächlich jetzt dann diese Schienen, die dann schon hier da bei dem Projekt tatsächlich auch ein bisschen ins Geld gehen. Aber ansonsten ist das Ganze tragbar, würde ich sagen. So, wie fixieren wir das Ganze? Ich mache das hier an meinen Balken hier oben fest, genau hier so dran. Und werde erstmal mit diesen Schrauben die zwei Teile hier einfach fixieren. Und danach werde ich dann, bevor ich also richtig Gewicht drauf mache, Ganze hier mit so einer Schraube und Unterlagscheibe fixieren. Und dann hält das Teil. Das ist auch alles für so 80 Kilo, so um die 80 Kilo ausgelegt. Und wenn ich die Nut- und Federbretter und alles in die Hand nehme, das sind alles keine 80 Kilo. Also das reicht locker aus. Die Verbindungsschiene zwischen diesen zwei Teilen sehe ich jetzt gerade. Da ist hier in der Mitte sind Schrauben. Da lässt sich so ein bisschen bewegen. Hört sich an wie ein Zug. Hier an der Seite sieht man es schön mit dem Löchle. So, jetzt ist es überall festgeschraubt hier, die kleinen Schrauben oben. Jetzt drücken die Schiene quasi ein bisschen runter. Man kann es auch nicht festziehen, dann ist das Gewinde kaputt. Und jetzt schauen wir mal, ob es im Wasser ist noch. Der Aufbau von der Rolle. Wir haben zuerst die Schraube, dann hast du hier die normale Unterlagscheibe und damit kann die Schraube hier mit der Unterlagscheibe sich erstmal frei bewegen, das ist wichtig. Dann nehmen wir jetzt den Sprengring. Auf den Sprengring kommt jetzt praktisch hier unten drunter, machen wir den hier, der Mutter. So, dann kommt der da drauf. Genau, und dann können wir nämlich nachher hier oben eben schön diese Schraube drehen. Ne? Dann können wir uns einstellen, wie hoch das Tor sein muss. Und danach kann man das hier schön alles miteinander fixieren. So, jetzt bauen wir hier ganz easy ein Loch rein, fixieren die Platte mit vier Schrauben. Jetzt werde ich es nochmal machen, denn ja, habe nicht dran gedacht, dass das hier viel zu nah ist. Ich werde also das Loch hier hinsetzen, das quasi jetzt hier rüber packen und dann habe ich mehr Platz. Das machen wir jetzt aber einfach mit dem Fingerschnitt. Bäm, so, jetzt ist es quasi etwas luftiger. Na, hier ist jetzt einfach etwas weiter darüber gewandert. Wir werden das genau ausrichten, dass das nachher genau so steht und dann da unten eine Führung hat. Die Alternative ist, ich habe hier mit Unterlagscheiben gearbeitet. Ne? Weil hier habe ich den Schraubkopf genau in die Mitte gesetzt und habe aber einfach alles hier quasi weiter rüber geholt. So, jetzt haben wir dieses Kügelköpfchen hier. Kommt dahin, damit diese Schiene nachher unterm Tor da drin geführt wird. Genau. Und wie ich vorhin gesagt habe, will ich das ja so weit wie möglich öffnen können. Also setze ich das Kugelköpfchen genau hier hin. So, jetzt ist die Kunst, das natürlich so hier reinzubohren, ohne dass ich mir den Stein kaputt mache. Und nicht nur beim Bohren ist es kritisch, sondern auch, wenn ich dann den Dübel reinmache und die Schraube festziehe. Wenn das nämlich zu arg Spannung kriegt, platzt der Stein. Was haben wir jetzt? Einen ganz leicht wackeligen Stein. Aber ich habe es hingekriegt, dass das tatsächlich hier drin fest ist. Bei dem Tor drüben hatte ich mühevoll so einen Balken mit einer Oberfräse ausgefräst und hatte mir diese Schiene komplett hier eingelassen. Das war eine sehr filigrane Arbeit, die ich mir jetzt hier nicht mache. Ich werde das jetzt hier einfach festschrauben, dann drehen wir das um, legen das hin, dann messen wir das und dann machen wir erstmal den Rahmen. Wird wunderbar, wird cool. Da sind wir gerade noch vier Unterlagscheiben, dass die Schiene eben entsprechend höher liegt hier. So, jetzt richten wir das hier eben erstmal aus. Das ist jetzt gerade perfekt im Wasser. Jetzt drehen wir das hier aber höher. So mal im Klugscheißer-Modus. So ein Gabelschlüssel ist ja geformt, ne? Der hat ja hier einen Winkel. Das heißt, wenn du jetzt hier ansetzt und drehst, dann dreh den Schlüssel beim nächsten Ansetzen. Dann kommst du immer wieder drehen, kannst immer wieder gut ansetzen. Kleiner Pro-Tipp neben Rande.
So, damit mir die Stange jetzt nicht rausfällt, machen wir gerade mal die Stopperdinger hier rein. Gerade reindrehen, festschrauben. Einfach nur, damit das einen Anschlag kriegt. So, genau, jetzt haben wir hier einen Anschlag. Ich habe die Schrauben mal fixiert, ich habe dieselbe Höhe, das ganze Brett ist in der Waage. Hier unten ist der Punkt mit Unterlagscheiben, den ich quasi haben möchte. Wir bauen einfach einen Bilderrahmen quasi und dann schieben wir den Rahmen mal hin und her und dann füttern wir das Ding mit Leben. Schauen wir mal. Ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen gepunktet, einfach nur um zu wissen, ob die Höhe ist. Das ist noch alles nicht im rechten Winkel unbedingt, aber es gibt auf jeden Fall doch ein Problem. Das funktioniert. Aber jetzt schau mal, wenn ich vorne ankomme, schlägt er vorne an, weil der Pfosten nicht 100% im Wasser ist, das Tor aber natürlich runterfällt. Und was ich jetzt auch gerade gesehen habe, hier unten reibt das Tor tatsächlich auch ein bisschen mehr, als ich mir es wünschen würde. Schau hier. Was heißt das jetzt konkret? Ja, Kacke. Hier, ne? So, jetzt müsste man halt die Kugel weiter vorsetzen, irgendwo hier hinsetzen. Dann könnte sein, dass der Winkel vielleicht besser verläuft. Aber ob das so viel ausmacht, das wage ich zu bezweifeln. Oder ich mache den Anschlag hier. Boom. Ich lasse es hier enden, das Tor. Mache hier nochmal einen Pfosten hin und lasse es hier einfach aufhören. Natürlich auch möglich. Ja, also das hängt hier auch schon recht schräg. Ich will mal was testen. Lass mal was testen. Aha. Okay, ich habe eine andere Lösung. Wir müssen unten die Kugel versetzen und durch das Versetzen der Kugel. Hallo, Großer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt die Schiene ausgehängt, habe es vorne dran gesetzt und jetzt funktioniert das viel besser. Fährt einwandfrei drüber und dann werde ich jetzt doch den Stein lösen und komplett nach vorne setzen und jetzt schon ein bisschen betonieren. Also gut, neuer Arbeitspunkt. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich mache jetzt hier die Winkel rein, zwei Stangen runter, dass das Tor in sich stabil ist. So, wenn das dann erledigt ist, dann gucken wir nochmal da runter. Die Bauhausschrauben sind cool, ich nutze die sehr gerne, muss man auch nicht vorbohren. Die haben vorne eine Bohrspitze und so, wunderbare Dinger, super Schrauben. Aber jetzt wird das Projekt nämlich tatsächlich die Spax-Schraube. Die sind hier erstens mal rund, das Köpfle, das ist wichtig, weil das Tor auf der anderen Seite sich so mit Sicherheit schlechter irgendwo mal verhakt. Und die Spax-Schraube zieht dieses Stück Metall viel besser ans Holz. Es ist echt tatsächlich so, dass die besser zieht. Ja? Deswegen nehme ich die. Also das möchte ich nur jetzt mal erwähnt haben und tausche die jetzt auch hier überall aus. Die habe ich auch bei der Treppe benutzt, als ich dann die Treppe gemacht habe bei meiner Tochter, die Stufen. Ich habe die sogar konkret deswegen gekauft, weil ich da eine satte, sichere Verbindung haben wollte. Wie siehst du das mit den Spax-Schrauben? Schreib mir das mal gerne in die Videobeschreibung, ob du sagst, es ist übertrieben oder ob du auch gute Erfahrungen damit gemacht hast. So, jetzt ist das stabil. Jetzt haben wir noch ein paar Winkel da reingemacht. Hier habe ich noch mal Verschraubung reingemacht von oben, das ist schön. Fest ist und jetzt drehen wir das Ganze um und dann hängen wir es ein und dann können wir es wie gesagt beplanken. Schön sieht das aus, würde ich sagen, ging recht schnell. Und jetzt werde ich aber diesen Pfosten hier gleich versetzen, dann nehme ich dich gleich mit runter, weil der ist nicht im Winkel, der muss ein bisschen weiter rüber, das reicht gerade, dass es dann hier schön gerade wird. Und zum Schluss vom Video habe ich noch eine Frage an dich und ich hoffe, dass du eine coole Idee für mich hast. Und da bin ich gespannt, was nachher in die Kommentare kommt. Also dranbleiben, da werde ich dann gleich eine Frage stellen. So, die Schiene hier oben, die habe ich jetzt doch genau wie vorne mit Unterlagscheiben nach vorne geholt, weil einfach viel zu wenig Platz da war. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Jetzt versetzen wir da unten die Rolle mit ein bisschen Magerbeton, ganz leicht ausgraben, ein bisschen Magerbeton dran schmeißen, das Ganze trocknen lassen und dann habe ich definitiv eine bessere Flucht rüber zum anderen Balken. Durch das Versetzen von der Rolle hinten ist es jetzt aber doch so, dass es hier wieder leicht anschlägt. Und das Einfachste ist, eine kleine Rolle zu nehmen, die hier dran zu packen, dass die das einfach ein bisschen wegführt. Ich glaube, ganz perfekt werde ich es nie hinkriegen. Den Spalt hier, den machen wir jetzt einfach zu mit so einer Streifenbürste. Und dann sieht das nachher wunderschön aus. Das mache ich jetzt tatsächlich dicht, nicht nur um mein Fuschen zu vertuschen, sondern damit mir hier möglichst wenig Viecher reinfliegen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wespen richtig scharf auf diesen Raum sind und ich will auch möglichst hier sowas nicht haben. Ja, also wenn es dann ganz blöd läuft, habe ich hier echt ein Paradies für Wespen und Bienen gebaut, gell? So, jetzt stellen wir noch ein, wie weit das Tor maximal aufgehen kann. Machen jetzt da hinten schön die Bremse zu. Wir
Ich finde, das Tor ist richtig schön geworden. Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist die Frage, wie machen wir hier zu? Das heißt, das ist auch die Frage, die ich angekündigt habe, die ich stellen will. Ich könnte natürlich jetzt hier so ein Scharnier hinmachen, ne, das dann da so reinläuft in eine Gabel. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte auch keinen Griff haben, weil wenn ich hier einen Griff mache, ist es wie drüben. Dann kriege ich das Tor nicht mehr 100% auf. Ich will es aber ganz öffnen können, damit ich auch bei meinem Poolkanal hier entsprechend stehen kann, kann hier ein Produkt zeigen oder irgendwas anderes erklären und habe im Hintergrund komplett diesen Technikraum. Also das ist also keine Option, dass hier drin irgendwas blockiert. Sprich, da vorne muss was hin. Vielleicht hast du auch eine coole Idee. Schick mir gerne einen Link unten in der Videobeschreibung. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und dann schaue ich mir das an, was ich hier schön machen kann. Dann ist es jetzt fertig. Das Projekt ist durch. Ich freue mich auf deine Antworten, wie ich hier das zumachen kann, abschließen kann. Dass auch die Chemie, die später drin steht, keinen einfachen Zugang hat. Da freue ich mich wirklich drüber. Und tja, dann bleibt mir nur zu sagen, was Tom tut, bleibt bei deinem Gas.